Hallo liebe meine Freunde, ja, ein verrückter Sonntag ist vorbei, Sonne scheint. Leider war das eigentlich, Wetter war verrückt, Regen, Blitz, Gewitter, Zeitverschiebung und ja, die Rennen waren eigentlich dann beide Rennen, Stocksport und Superbike, Regenrennen. Regenrennen war in der Stocksportklasse eigentlich, hat eigentlich sehr gut begonnen, einen guten Start. Bin gleich in Führung gegangen, aber nach einer halben Runde leider habe eine Schraube verloren von meinem Schalthebel. Und ärgerlich, aber es kann passieren. Und ja, im ersten Moment war ich ganz sauer in die Box. Wir haben das dann fixiert. Aber wir haben da eine Runde verloren und bin dann raus. Und bin noch auf Platz 15 davor. Ein Punkt. Ja. Ich glaube, die polnische Meisterschaft können wir diesmal abschreiben. Wir haben jetzt noch zwei Rennwochen, zweimal in Bosnien. Es werden zwar noch 100 Punkte vergeben, das wird ziemlich schwierig sein. Egal, so ist Rennsport. Schaut nicht aus dieses Jahr 2012. Will nicht sein. Superbike war auch nicht viel besser. Guten Start, kommen der Schikane an Platz 3. Und vor mir der Michael Fehler hat dann so einen schlimmen Heißhader, ist gestürzt, Motorrad, und er ist vor mir zum Ring gekommen. Ich habe dann leider ausweichen müssen, bin dann von der Rennstrecke auf den Körbs raus. Ja, das ganze Feld ist vorbeigezogen. War dann irgendwo weit hinten, 15. die erste Runde. Und dann war es ein harter Weg nach vor. Platz 4 war das Maximum. Ja, mehr war nicht drinnen. Für die österreichische Meisterschaft schaut es deswegen nicht so schlecht aus. In der Wertung mit einem Sieg waren wichtige Punkte. Mein Hauptgegner Michael Fühler hat eine Nuller geschrieben, also da wäre theoretisch noch was drinnen. Nächstes Rennen ist dann Rijeka und der wird dann Alpen Gauring. Also, da könnte ich noch wahrscheinlich Punkte fahren, aber Rennsport, wie man sieht, eigentlich, wir fahren jetzt die Jacket Flag, die letzte Runde vorbei ist alles möglich. Ja, ich sage danke ans Team, so sehr bedankt es Tour, an allen Beteiligten. War ein tolles Wochenende, war nicht mein Sonntag, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und wir sehen uns oder hören uns. In 14 Tagen geht es weiter mit dem Alpen Adria Cup und mit der polnischen Meisterschaft in Poznan. Vielen Dank und bis bald.